So, jetzt gleich Squiltendorf gegen Kinso. Für mich Match des Tages. Ja, ist auf jeden Fall von den Sets, die wir jetzt in Winners Quarters hatten, mit Abstand das Interessanteste. Ja, weil für die Leute, die ihn nicht kennen, Squiltendorf, Michael, kannst du wahrscheinlich besser sagen. Ich meine, er ist der Hidden Boss der Hidden Bosse aus Deutschland wahrscheinlich. Ja. Es gibt keinen hinteren Boss als ihn. Obwohl er in der Hauptstadt wohnt, versteckt er sich gut. Er ist wirklich sehr lang schon nicht mehr bei so einem großen Turnier gewesen. Ich weiß gar nicht, was das letzte überhaupt war. Irgendein HTS vielleicht? Nee, ich glaube selbst da nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal out of region war so wirklich. Also er ist wirklich nur in Berlin unterwegs und er ist halt wahrscheinlich Top 3 Berlin oder so. Ich glaube, jedes Mal, wenn er attendet, dann verliert er nur gegen Niki und er gewinnt gegen alle anderen. Er ist berühmt für seine Winning Streak gegen Konsti. Ich glaube, es ist irgendwie 100-0 oder so. Also er gewinnt immer gegen Konsti. Ich glaube, er hat jetzt auch leider das Pech, dass keiner von denen CF spielt. Weil ich glaube, bei CF wäre es nochmal eine andere Geschichte, weil er super gut gegen CF ist. Fantastisch im Fox-Ditto von dem, was ich bisher gesehen habe und auch gehört habe und auch teilweise selber gespürt habe, als ich ihm auf Slippy über den Weg gelaufen bin. Ja. Das will man nicht, weil ich glaube, zu Hause haut er nochmal anders raus, so in einer ganz entspannten Gegend. Er ist ja auch eher ein ruhigerer. Ja, Netplay Warrior würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall so ein Grinder, der eher zu Hause für sich langsam aber sicher nach vorne kommt, bis er dann hier auf so ein Turnier kommt und zeigt, was er drauf hat. Ja. Das ist deswegen auf jeden Fall so einer, der erschüttert wahrscheinlich den einen oder anderen europäischen Topspieler, der ihn nicht kennt, auf Unranked mal geht. Ja. Dann hat er auf einmal her gegen Squiltendorf. Wer soll das sein? Wahrscheinlich irgendein Smurf oder so. Ja. Aber es ist kein Smurf, sondern es ist fucking Squiltendorf. Genau so ist es, Papa-Smurf, Alter. Mit der fucking roten Mütze und er zeigt dir, wo es lang geht. Ja, nee, anders kann man es nicht sagen. Und auf der anderen Seite, braucht nicht viel einführende Worte. Es ist Kinso, der deutsche Falco-Gott, schlechthin. Ja. Humble Beginnings, die wir beide mitbekommen haben, was sehr schön ist. Und einfach jemand, der immer grindet, aber sich auch wirklich verbessert. Es gab nie ein Jahr, nie einen Monat, wo er sich nicht verbessert hat während der On the Grind. Er war auf einem Turnier, keine Ahnung, so hat er abgeschnitten, nächstes Mal mindestens 2-3 Plätze vorne und irgendwann 1-1-1-1. Ja. Also sehr diszipliniert und auch wirklich ein sehr schneller Lerner und mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Bisher noch sehr ausgeglichen. Fun Fact, bei meinem ersten Turnier jemals hast du mich härter geballert, als Kinso mich geballert hat. Ich musste gegen euch beide in den Pool spielen und er hat mich zweimal gethreestockt, aber du hast mich zweimal geforestockt. Damals hatte ich noch Kinsos Nummer, ey. Schöne Zeiten. Damit kann ich mich nicht mehr brüsten. Nee. Aber es kann auch niemand eigentlich. Nee. Früher, ich weiß nicht, früher konnte man noch gegen ihn gewinnen, aber man wusste so, okay, irgendwie spielt er so ein bisschen cracked. Muss nur noch neutral lernen. Und dann, irgendwann war er einfach unbeatable. Oh, okay. Keine Ahnung. Alter, der Downsmash, weirder Downsmash Hitbox into a Shine Back Air, sehr schön. Aber es ist nicht schön, wir sind alle noch hier. Ja. Klar, Prioritäten ändern sich, aber Melee ist einfach immer noch da. Ja, finde ich also ganz toll. Wir kommentieren gerade ein Match von unserem Boy. Und Berlin ist... Ja, wir hören, Berlin hat auch ihren eigenen Boy. Ja. So, also Squiltendorf Chance. Weiß nur nicht, ob er da auch Bock hat. Also wie gesagt, Squiltendorf ja eher ein ruhiger. Ja. Nicht, dass ihn das so ein bisschen... Oh, der Schein war... lecker. Das war Schmecker. Lecker Schmecker. Okay. Neuer Schein. Und kommt mit dem Drill. Aber ganz plötzlich. Habe ich gar nicht mal kommen gesehen. Also erst gegen geklaut fast schon, würde ich sagen. Wow. Nee, einmal so plötzlich aus dem Nichts. Oh, Berlin Crowd ist, ist am Ausrasten. Es ist auch ungewohnt für Kinso, nicht der Crowd-Favorite zu sein. Normalerweise allein durch seinen Playstyle, derjenige, der für den gechantet wird. Ja. Selbst wenn er quasi nicht der Underdog ist, also einfach allein, weil er so nice Kombos macht. Von dem wir jetzt noch nicht so viel gesehen haben. Oh, das war auch sehr gefährlich. Es hätte nochmal ein Kill sein können. Okay, aber Double Dare. Guck mal, wie schnell er auf der Top-Plattform landet. Ja. Kannst du nicht mal sehen. Einfach so tick, tick. Okay. Reset zum Neutral. Sehr schön zurück mit dem Wave Dash. Hat ihn fast damit bekommen. Okay. Grab. Er wird gehittet.
Oh, okay. Ja. Backair. Er hätte sogar eine Downair sein können, meiner Meinung nach. Okay, hat ihn jetzt eigentlich, ja. Ja, sehr ja, schön. Ja, ja. Sehr gut delayed auch, die Shine Backair, ja. Dass er ihn dann auch hittet. Das war gerade echt so Melee 2024. Ja. Wir wissen, er taggt. Und dafür bin ich schon ready. Ja, genau. Früher war das so, oh, er hat getaggt, ja, oh mein genau, Gott. Genau, was soll ich jetzt machen? Scheiße, ich konnte nichts machen, er hat getaggt. So, okay. Er ist ein Gott, er hat getaggt, inzwischen ist das so. Ja, wenn du jetzt sagst, ja Digga, der hat getaggt, dann sagt jeder andere, ja Bro, wusstest du auch schon. Ja. So, dafür musst du ready sein. Ja, nee, es ist einfach so, das Game ist changed. Down smash. Oh, okay. Hat sich so ein bisschen mit dem Schild... Oh, er wird wahrscheinlich wieder... gerade ist so... Okay. Bisschen Gim City, habe ich das Gefühl. Ja. Also, so aber so vom Neutral her, Kinso dreht auf und kontrolliert ja. Das Pacing bisher und es ist ein bisschen viel mit den Shines. Quindendorf arbeitet richtig gut mit den Shines, aber Neutral-mäßig sehe ich Kinso gerade noch einen Tick vorne. Ja, also ich habe ja jetzt schon Kinso auch bei vielen Turnieren auch außerhalb von Deutschland gesehen, wo er dann immer mal gegen Leute spielen musste, die halt so, ich sag mal, eigentlich für jeden ein bisschen scary sind zumindest. Ja. Und er braucht manchmal dieses eine Game, wo er einfach, er muss ein bisschen warm werden. So, und, er muss ein bisschen warm laufen. Und dann ist er locked in. Genau, also er verliert ruhig mal irgendwie das erste Game oder so und dann spielt er danach aber so gut teilweise. Also es ist einfach jedes Mal, immer besser dann im Laufe des Sets. Ich meine, jetzt gerade sehen wir auch, es sieht sehr gut aus für ihn jetzt im zweiten Game. Ja. Sehr gutes Beispiel, die Reverse 3-0s, die er fast hatte gegen Leffen und IBDW, Cody Schwab. Genau. Das hätte ein Kill sein können. Okay, es wird knapp. Ja, also ich weiß nicht. Es ist, Melee 2024. Ja. I don't care, dass du hier irgendwie irgendwas machst an der Ledge, ob du tagst oder sonst was. Don't care, ich bin Kinso. Ich kann alles machen. Okay, ja, wie du gesagt hast, Kinso warm gelaufen, definitiv. Yoshi's interesting. Also Yoshi's ist so eine Stage, ich weiß nicht, ob ich die jemals gegen Kinso picken würde. Also, das ist so, keine Ahnung, Kinso's Story. Kinso's Domain Expansion. Für alle, die JJK ein bisschen verfolgen. Ja, ich weiß es ganz genau, dass wenn ich gegen Kinso auf Yoshi spiele, ich werde vernichtet. Ja. Okay, also wir sehen auch, also ein bisschen Bias ist bei den Berliner schon da. Also. Ja. Oh, ich wurde gerade, schon, aber es ist so. So läuft dann ab hier. Muss auch sein. Wir brauchen ein bisschen Hometown Hero Stories. Die Leute lieben das. Voll. Aber ich glaube, nur Berlin könnte so ausrasten für einen Shine Spike. Ich glaube, es gibt keine andere Region in Deutschland, wo das der Fall sein könnte. Außer Südwesten für einen Backrow Shine. Ja, schon. Ja. Aber das ist auch was anderes. Das ist eine Legacy, die dahinter steht. Gutes SDI. SDI und das all the way on the top. Ja, also wir sehen Khan jetzt doch ein bisschen. Also ist jetzt. Gut gehalten. Das sah intentional aus. Er ist doch wieder in Führung, aber also auch wenn es Kinso Story ist, Fox ist halt schon besser. Also das ist ja schon so der quasi Counterpick, wie er im Buch steht. Ja. Können wir mal ganz kurz über die Eirin, die er da gerade rausgehauen hat? Er stand einfach plötzlich, obwohl er von Kinso gescheint worden ist. Keine Ahnung, was das war. Okay, wilde Hitbox gekriegt, Alter, daraus zu kommen und dafür ready zu sein. Das ist insane. Es war aber wahrscheinlich nicht intended. Aber bei Kinso weiß man die. Ich kann dir nicht sagen, ob es nicht intended war. Kommt einfach irgend so ein random-ass F-Smash, der dich komplett ins Eck schießt. Und Kinso so, alles klar, free down air. Ja. Okay, da kriegt es voll auf nicht. Das ist auch dieser Kinso-Laser. Irgendwie so an der Ledge vorbei, macht einen Laser, macht anderen Laser, ist plötzlich vor ihm gelandet. Trotzdem Squiltendorf immer noch vorne. Ja. Okay. Hackt hier auch die Backer nicht. Ja. Okay, slowing it down. Nicht ganz. Ja, ich spinne doch, will ja natürlich so viele Prozent wie möglich nochmal bekommen. Den Shy Guy gerade noch so mitgenommen. Aber der Edge gerade eben war es nicht so. Toller Mix-Up. Kriegt die Side B auf ihn. Er kriegt den Drill. Das ist jetzt ein Punish. Das könnte es gewesen sein. Nevermind. Das könnte es gewesen sein. Ja, das war's. Das soll es gewesen sein. Oh, nicht ganz. Erlebt. Der F-Smash trifft doch und killt. Okay, crazy. Aber das oh mein Gott, und er ist einfach komplett sehr hart zurückzuholen. Innerhalb von einer Sekunde auf der anderen Seite. Okay, er kriegt einen Schein.
Oh, oh mein Gott, okay, was war das für ein Reset? Die Extension. Oh, er hat sehr schön gewartet von Squid and Dorf. Laser. Oh mein Gott. Das war's. Ah, oh nein, erlebt noch was. Randall. Er ist, okay, so, er ist so scary. Okay. Er ist so scary. Oh, nein, nein. Oh mein Gott. Okay, ich dachte wirklich, er macht Walljump. Oh, oh mein Gott. Was war das für ein Comeback? Oh mein Gott. Ich hab's nicht mal kommen gesehen. Auf einmal ist die Chance da. Der. Auf einmal. Digga, ich hab gedacht, anstatt die Side B macht der Walljump down air. Ja. Das wäre insane gewesen. Ich dachte wirklich auch, das kommt. Auf einmal ist dort die Chance. Alter, das war gerade insane. Jetzt müsste man in der Venue sein, weil was hier gerade abgeht, ist absolut crazy. Stuttgart, was war das alles für ein Schein? Laser da von der Plattform runter und dann nochmal zu scheinen? Nee, muss ich nochmal gucken. Ich hab's wirklich nicht mal kommen gesehen. Auf einmal war ich nur so, wait. Mein Gehirn hat das nicht mal registriert, dass Kin so auf der anderen Seite des Stages und plötzlich eine Down-Air macht, weil ich war noch links einfach so impressed von dem, was er da gerade rausgehauen hat. Okay, mal gucken, ob sich Khan erholen kann davon, weil das ist natürlich sehr ärgerlich. Ja, hier es sah gut aus. Auf dem Counterpick. Ich muss auch sagen, für alle Leute, die vielleicht noch nicht gegen Kinso gespielt haben, er hat meiner Meinung nach mit das, also ist jetzt natürlich nicht eine Überraschung, aber Top 2 DI in Deutschland, weil er auch Top 2 ist, aber so sein DI ist insane. Also sein DI-Mix-Up, es ist so schwer, ihn zu kombon. Und man merkt es halt bei Squiltendorf, der hat ein Punish-Game, das ist insane. Und selbst er kriegt nichts gestartet. Ja, also nur so ein bisschen. Er relied halt so ein bisschen auf Gimps und so. Ja. Er und muss auch halt so Scramble-Wins und dann halt irgendwie eine Back-Air oder so. Ja. Ja, wie jetzt hier gerade. Also basically, er beweist gerade genau das, was ich gesagt habe. Ja. Er muss halt immer so Blow für Blow geben und kann halt nicht so einen Punish raushauen, so ein Zero to jetzt bist du tot mit einem. Er hat aber die Ledge sehr schön einfach die Ledge refreshed. Kinso will sofort für den Regen. Oh mein Gott! Wo hat er den gefunden? Wo hat er den gerade bitte gefunden? Was war das? Aus dem Fundus. Oh, das war so eine schöne Fair. Das hätte ein Tag sein müssen. Normalerweise hat er auch solche Tags. Er hat ihn irgendwie so komplett late gehittet, so, keine Ahnung, so. Okay. Ich weiß nicht, wie er das gefunden hat gerade eben. Ja, der Schein war insane. Ja. Das war durch die Plattform durch, dann zu Schein-Spiken. Ja, und Game 5, das wäre jetzt genau das, was wir alle wollen. Ja. Bitte, bitte, bitte. Nee, er ist ja schon biased jetzt, aber Game 5 wäre ganz nice. Sag ich nichts. Es sieht gut aus. Okay, damit im Laser zu kommen ist halt auch wieder insane. Ja, das ist die Situation, die wir letztes Game hatten. Er covert. Das sollte es gewesen sein. Er covert. Ja, wieder 91%, wieder so viel. Das könnte halt eine Backair schon gewesen sein. Oder ein Upsmash. Oh mein Gott. Okay, ja. Laser, F-Tilt. Und er hat noch den Jump gesehen. Er hat's geredet. Er wusste, dass es zuletzt geht. How did he know in der Situation? Heftig. Das sind die Mindgames einfach. Weil Kinso ist nicht so oft zu Ledge gegangen. Ja. Und jetzt geht er einmal zu Ledge und Khan wusste aber direkt. Das ist. Die sind auf einem anderen Niveau. Meine geistigen mechanischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ja, auf jeden Fall. Nur, dass da nicht die Milch fällt bei denen, sondern da fallen die Ideen der Mix-Ups. Ja. Okay, jetzt wird's Hype. Game 5. Ich muss sagen, Squiltendorf macht einen tollen Job, einfach Center Stage mit diesen Shines zu halten. Ich weiß nicht, er kriegt einen Schein nach dem anderen und drückt ihn immer mehr in Richtung Ledge. Ja, er kriegt gerade wieder sehr, sehr gute Scrambles. Ja. Er kriegt die Up-Tilt. Sagen noch irgendwie so nach vorne gehittet. Ja. Okay. Ja, Kinso macht so ein bisschen Kunststückchen gerade. Side B, instantly. Nach außen sehe ich nicht oft von Kinso. Kinso ist jetzt fired up, wenn er das so will. Oh, sehr schöner Up-Air. Nice DI. Down-Air, that's it. Ich fand die Up-Air als Extender sehr, sehr nice. Nice, ja. Es sind diese Shines, mein Gott, so gute Shines. Alter, die sind alle so gefährlich. Ja. Die können jedes Mal in den Kill führen. Also, wenn man bedenkt, wenn er Game 2 gehabt hätte, wo wären wir jetzt? Ja. Okay, sehr nice Shine Back-Air. Tournament Winner ist halt ein Free Backer dann. Okay. Okay, ein bisschen slow jetzt für einen ganz kurzen Moment. Gibt uns alle einen kurzen Moment, um Luft zu holen. Okay. Kein Down Smash? Hätte jetzt gedacht. Aber das ist schon dieses Level an Mix, dass Kinso nicht einfach für so einen Down Smash geht, den er normalerweise machen würde, weil die Mix-Ups bisher halt alle gesessen haben. Ja, genauso.
Die Schein sehr gut die Eid und nicht von der Scheinbäcker getroffen zu werden. Krasse die Eid. Und da ist der Bäcker. Wow. Okay. Aber 87% ist nichts. Ja. Das ist halt, ja. Yes, we can. Yes, we can. Geil. Nice. Okay. Er kriegt die Back-Air. Auch unglaublich. Oh, Up-Air. Das kann wehtun. Ich weiß nicht, ob das Intentional war. Das kann wehtun. Nee, er kriegt's noch. Oh, alles klar, es ist alles drin. Alles drin, 46%, ja. Aber auch schwierig. Ja, ist das even, ey. Aber jetzt, das ist jetzt so Kinzos Chance. Und wie ich ihn auch normalerweise kenne, damit wegzulaufen. So eine gute Stock-Lead, Gegner hat schon viele Prozente, dann kommt sowas. Ja. Ah, Jump auch noch weg und jetzt sehr schwer. Sehr schwer, aber sehr schwer. Nicht mit diesen Shine-Spikes, die er die ganze Zeit raushaut, nicht unmöglich. Ja. Killen so. Oh, das hätte ein Scheiß-Spike auch sein können. Ja, auf jeden Fall. Okay, die Trades sind aber diesmal sehr gut für Kinzo. Okay, sofort in die Side-B gegangen. Back-Air. Okay, er ist gerade einfach ein bisschen schneller. Ja, die Prozente bilden sich. Okay. Es sieht schwer aus. Shine of Shield sehr schnell auch. Also Kahn, Shine of Shield. Oh, okay. Die Extension mit der Forward-Air. Okay. Und er readet die Side-B. Ja. Und that's it. Ja. Oh, Alter, was ein Set. Das hat delivered. Das interessanteste Set. Und war auch ein interessantes Absolut, Set. Das war Set des Tages. Ach du Kacke. Geiles Set. Einfach ein geiles Set. Das ist so richtig, wie man Fox Falco haben will. Kann man nicht anders sagen. Ja. Heftig. Puh. Oh, ja. Ich finde es sehr schön, dass alle Südwesten-Leute, die nach Berlin gezogen sind, trotzdem für Stuttgart getrennt haben. Und jetzt gerade trotzdem. Ja, ich habe noch so bis 9 so, ja. Weiter kommentieren? Ja, wird schon mal. Ja. Ja, aber es ist so, Berlin kann den Südwesten nicht nehmen. Ja, es tut uns leid. Es ist halt immer noch unser Junge. Ja, so. Es ist so, we've born him. Ja. Ja, nee, crazy. Wirklich, es war einfach ein tolles Set. Ich finde auch sehr nice adapted von, achso, ich dachte, das wäre jetzt wie so ein Win hier. Es ist ein sehr nice Set, sehr nice adaption, links und rechts. Nach dem Comeback dachte ich ehrlich gesagt, Kinzo rennt damit weg, aber Squiltendorf hat es nochmal richtig clean runtergespielt. Ja, spannend gemacht. Ja, also lief halt alles so, wie man es von so einem Set erwartet hat, dass es halt Hype wird. Wobei ich echt nicht gedacht hätte, dass es zu Game 5 kommt. Ja. War schon sehr impressive. Wie gesagt, das zeigt auch nochmal, Kinzo, Top 2 Deutschland, Top 15 EU, Platz 12 EU. Platz 12, ja. Und dann kommt hier Squiltendorf. Arguably Platz 12. Ja, arguably. Fange ich jetzt gleich mit einem Debatte an hier. Und dann kommt Squiltendorf aus dem Nichts Game 5. Und alle Leute fragen sich, wer ist Squiltendorf? Und eines Tages, Zuschauer also Real Ones wissen natürlich, aber für alle Leute, die ihn halt nicht kennen, eines Tages bin ich mir sicher, wird man ihn kennen. Weil, to be honest, Top 15 EU würde ich ihm easy zuschreiben. Vom Skill-Level her. Top 15, Top 20. Ja. Top 25 auf Top jeden Fall. Top 25 auf jeden Fall, ja. Und das ist halt das Ding. Hidden Boss geht Game 5 fast last stock mit Top 2 Deutschland, der auch wirklich nicht schlecht gespielt hat. Oder ja, potenziell Top 1. Ja, also ich muss sagen, ich glaube wirklich jeder Deutsche wünscht sich mal so ein Squiltendorf EU mit Major Attendance. Aber wirklich. So einfach um zu gucken, so, was der so reißen kann. Ja. Weil kommt er zu Sapf vielleicht sogar? Mm. Wenn er zu Sapf kommt, Alter, also ich fänd's nice. Dann lernt Europa ihn mal kennen.